Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Professor Wieler wird gleich erneut eine Lage beschreiben müssen, die wir alle längst gerne hinter uns gelassen hätten. Die Lage ist, dass die Inzidenzzahlen stagnieren oder sogar leicht steigen, dass sich die Virusvarianten weiter ausbreiten, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Das ist leider wieder Realität. Trotzdem haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung vorgestern vorsichtige Lockerungsschritte beschlossen. Wie passt das zusammen? Es ist das Ringen darum, die richtige Balance zu finden. Eine Balance zwischen dem Bedürfnis von uns allen nach mehr Normalität und der Notwendigkeit, gleichzeitig uns vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Wir gehen damit an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist. Gleichzeitig ist nach Monaten des Lockdowns klar, keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar. Ich will gerne auch angesichts der aktuellen Diskussion kurz was zu Schnell- und Selbsttests sagen. Wichtig ist aus meiner Sicht, beides auch auseinanderzuhalten in der Diskussion. Die Schnelltests sind das, was wir seit September, Oktober kennen, die in der Regel durch Dritte oder nach Schulung bei einem selbst durchgeführt werden, die nicht frei verfügbar sind und die tatsächlich sich ja auch in vielen Stellen, in Pflegeeinrichtungen, im Gesundheitswesen, in den Schulen auch schon ein Stück in den Alltag eingespielt haben. Die Selbsttests oder Eigentests sind das, was es neu gibt, zugelassen seit jetzt etwa 2 oder 1,5 Wochen und die jetzt verfügbarer werden, auch hier angekündigt übers Wochenende in den ersten im Einzelhandel erstmals verfügbar sein werden und die man eben an sich selbst durchführen kann. Aber das sind 2 verschiedene Kategorien. Zu den Schnelltests, die im Alltag zusätzlich Sicherheit geben können. Ab Montag finanziert der Bund für alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche einen solchen Test, einen Bürgertest. Es ist vorgesehen, dass das in den lokalen Testzentren vor Ort passieren kann, wenn die Kommune vor Ort das organisiert in einem eigenen Testzentrum, zusammen mit Kooperationspartnern, Dritten, mit Apotheken oder anderen, so wie es ja auch vielfach schon gelebt wird. In Böblingen, in Tübingen, in Schmalkalden, in Rostock. Viele Kommunen zeigen ja schon seit vielen Wochen, wie es eben pragmatisch vor Ort angepasst auf die Situation möglich ist, dieses Angebot zu machen. Der wichtige Unterschied ist, der Bund übernimmt nun die Kosten dafür und ermöglicht es damit, noch mehr dieses Angebot zu machen. Es wird nicht überall gleich am 8. März verfügbar sein, das haben die Bundesländer schon gesagt. Aber viele Bundesländer haben eben auch gesagt, dass sie Anfang nächster Woche tatsächlich auch loslegen werden. Das Entscheidende ist, der Bund setzt den Rahmen, übernimmt die Kosten und macht es damit eben möglich, dass jetzt, und ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch zügig vor Ort umgesetzt werden kann. So, die Bedingungen sind mit der Testverordnung, die wir noch in der Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz in die Abstimmung gegeben haben, damit eben auch der Rahmenwerk, das Rechtliche klar ist, dass mit der Testverordnung die Grundlage da ist. Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da, sind verfügbar, sind einfach bestellbar. Und jedes dieser Testzentren, das beauftragt wird, weiß auch, wo es sie bestellen muss. Es passiert jeden Tag in Deutschland. 10 Millionen Tests sind verfügbar. Die Hersteller sagen uns, dass ihre Lager voll sind. Selbsttests kommen, wie gesagt, auch ja dann in den Einzelhandel jetzt nach und nach. Wir haben im Moment 7 zugelassene Hersteller. Weitere werden folgen. Ich habe jetzt gestern noch in einigen Telefonaten von einigen Herstellern gesagt bekommen, sie schaffen sogar 20 Millionen Tests pro Woche, Selbsttests zu liefern. Mit 20 Millionen Selbsttests pro Woche könnte man jeden Schüler in Deutschland 2-mal pro Woche testen oder ihm das möglich machen mit einem Selbsttest. Auch da ist das Angebot verzügig hoch gerade. Und ich biete mich, und das werde ich am Wochenende machen, ich biete mich auch als Kontaktbörse an, sozusagen ministerielle Kontaktbörse. Ich werde jedem Ministerpräsidenten anbieten, einen Kontakt zu den Herstellern direkt zu vermitteln, damit für die Schulen und Kitas bestellt werden kann. Und ich möchte dann aber nicht in 6 Monaten lesen, warum hat der Minister selbst telefoniert. Um das allerdings auch klar zu sagen, der Bürgertest und der Selbsttest bietet keine absolute Sicherheit. Wer positiv getestet wird, sollte direkt sein Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen lassen. Und wer negativ getestet wird, sollte sich nicht
in falscher Sicherheit wiegen. Es bleibt weiterhin wichtig, auch Abstand, Hygiene, medizinische Schutzmaske zu tragen. Kurz zum Impfen, sorry, dass etwas länger wird, aber mir war wichtig, bei den Tests das einfach mal einzuordnen, auch was das Angebot angeht und die Unterschiede und die Möglichkeit auch eben zu bestellen. Impfen, es kommt mehr und mehr Impfstoff. Klar ist, der Impfstoff ist da, muss schnell verimpft werden. Die Länder haben angekündigt, ihre Kapazitäten rasch hochzufahren. Das ist entscheidend für unser Tempo. Trotzdem wird in den nächsten Wochen, spätestens im Laufe des Aprils, mehr Impfstoff da sein, als in den Impfzentren und durch mobile Impfteams verimpft werden kann. Dann im April, das haben wir auch beschlossen auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung, sollen die Arztpraxen routinemäßig mit einbezogen werden in die Impfungen. Viele Bundesländer machen das jetzt im Übergang schon auch in Modellprojekten und in Beauftragungen, aber dann routinemäßig. Und was ist der Unterschied bei routinemäßig? Dann wird der Bund direkt an den Großhandel liefern. Der Großhandel, der ja 2 bis 3 Mal am Tag oder teilweise 5 Mal heute schon an die Apotheken anfährt, wird das direkt weiter verteilen an die Apotheken. Und die Apotheken werden es dann, jede Apotheke hat im Schnitt 3, 4 Arztpraxen, für die sie auch heute schon den Sprechstundenbedarf organisieren, in die Arztpraxen bringen. Das wird innerhalb von bis zu 24 Stunden möglich sein. Bund liefert da und 24 Stunden später sind die Impfstoffe in den Arztpraxen verimpfbar mit einer Logistik, die ja heute schon steht. Grippeimpfstoffe kommen auf den gleichen Weg über die Apotheken zum Beispiel in die Arztpraxen. Dafür haben wir den Rahmen besprochen, auch mit allen Beteiligten und werden ihn jetzt am Montag noch mal mit den Ländern, Karl-Josef, besprechen in einer gemeinsamen Schalte und dann gemeinsam den Punkt definieren, wo wir diesen Schritt, auch weil genug Impfstoffe da sind, dann auch miteinander gehen können. Also testen, impfen, Vorsicht. Dieser Dreiklang wird in den nächsten Wochen besonders wichtig sein. Es geht darum, mehr Freiheit zurückzugewinnen und gleichzeitig das Erreichte nicht zu verspielen. Die beschlossene Bremse für die Lockerungsschritte halte ich deshalb für wichtig. Wir öffnen, aber umsichtig.